grundsätzlich versuche ich einfach, mich da immer erstmal langsam ranzutasten. Wichtig ist, dass gleich so eine gewisse Harmonie irgendwo aufgebaut wird, dass das Warten und das Zulegen, dass das funktioniert, weil das ist nachher das, was man beim Reiten über Sprünge braucht. Aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass man nicht gleich innerhalb von einigen Minuten versucht, irgendwas umzuschmeißen, sondern dass ich mir wirklich ein bisschen Zeit gebe, ein Bild zu machen. Deswegen gebe ich in der Dressurarbeit am Anfang erst nur mal leichte Tipps, kleine Tipps. Und so bei den ersten kleinen lösenden Sprüngen, glaube ich, kann man sich dann immer schon ein besseres Bild machen und dann über natürlich einige Male mit dem, was man dann über Sprünge sieht, auch in die Dressurarbeit mit einbauen. Markus Baerbaum war selbst Mannschaftseuropameister. Er ist auch als Trainer, nicht nur seiner Frau Meredith, international gefragt. Ich bin Carlotta Schmöhe, das ist mein Pferd Valerie. Wir sind momentan im Springen auf L&M-Niveau unterwegs. Ich bin hier, damit wir unsere Harmonie im Parcours noch etwas verbessern, damit ich neue Impulse bekomme und mein Reiten noch etwas verbessern kann, weil man von außerhalb immer noch andere Tipps bekommt als zu Hause. Wo ich so ein bisschen die Nase vorlassen und erstmal sehen, dass dein Pferd die treibenden Hilfen akzeptiert. Schön frisch nach vorne traben mit einer relativ weichen Hand. In das Gebiss reintreiben, nicht zu eng machen und dann mit der engen Haltung in die Hand treiben, sondern wirklich erst ein bisschen leichter führen und mehr das Pferd ans Gebiss rantreiben. Das, was du nachher beim Reiten über Sprünge auch brauchst, das Zulegen, Einfangen, muss schon in der dressurmäßigen Arbeit gut funktionieren. Bleib mal ruhig hier auf dem Zirkel, im Aussitzen. Und auch wenn du den Trab versammelst, wartest ruhig in der Versammlung, ein bisschen weich werden mit der Hand. Deutlicher sogar innen durchstellen. Innen, jawohl, so, genau. Innen durchstellen und dann wieder weich werden innen. So, jawohl, so ist sehr schön. Gut, sehr gut. Erstmal wieder den ganzen Platz benutzen und auch im Galopp wieder sehen, dass du die Hand ein bisschen nach vorne bringst, weich wirst. Jetzt wieder auch langsam anfangen, zulegen, einfangen. Genau das gleiche wie im Trab. Deutlich zulegen, dann den Galopp verkürzen, versammeln, dabei schön weiter treiben und weich werden mit der Anlehnung. Weich, jawohl. Nicht zu starr werden in der Versammlung mit der Anlehnung. Dann kannst du auch ruhig mal in einen leichten Sitz gehen, ein bisschen entlasten das Ganze, wenn dein Pferd so schön an den Hilfen ist. Immer sehen, dass das Pferd leicht sich führen lässt und leicht in der Hand bleibt. Nicht unnötig selber Druck aufbauen an der Hand. Das lassen durchstellen, jawohl. Sehr schön, super. Perfekt. Und dann gehst du wieder in einen leichten Sitz und benutzt wieder die ganze Bahn. Lässt das Pferd schön in der lockeren Vorwärtsbewegung. Carlotta Schmöhe ist gerade 17 Jahre alt, aber schon sehr erfahren. Problemlos kann sie die ersten Trainingstipps von Markus umsetzen. Dann geht's ans Springen. An den kleinen Sprüngen ist es ganz wichtig, dass du Chef im Ring bleibst. Weißt du, wendest und du gehst so ein bisschen ans Maul, dann merkst du, dass dein Pferd stark wird und dann reitest du nach vorne los. Weißt du, aufpassen, dass wenn du warten willst, dass das Pferd bei dir bleiben soll, ruhig dich durchsetzen, weißt du? Und dabei nicht zu stark werden mit der Verbindung, das hatte ich ja schon in der Dressurarbeit immer gesagt, dasselbe jetzt im Springen, auch beim Anreiten vom Sprung annehmen, aber dich trauen, einen Moment loszulassen und dann wieder annehmen. Wenn du nur stark gegenhältst, dann nimmt dein Pferd das Gebiss und genau das, was passiert, passiert dann. Okay? Möglichst eine leichte Verbindung halten und das Pferd über die kleinen Sprünge an den Hilfen halten. Okay? Dass du nachher auch dahin reiten kannst, wo du hin willst und nicht zum Passagier wirst. Nachdem die Einzelsprünge auf Anhieb super geklappt haben, soll Carlotta das Erlernte im Parcours anwenden. Sehr gut.
Oh, jetzt schön im Rhythmus bleiben. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt wieder an die Hilfen holen, parieren und dann wieder weich werden mit der Verbindung. Sehr schön. Annehmen, nachgeben. Annehmen, nachgeben. Jawohl. Gerade bleiben über dem Sprung. So, schön. Annehmen, nachgeben. Annehmen, nachgeben. Jawohl. Jetzt ruhig gleich wenden, nicht zu weit raus, kürzer rum ein bisschen, dann schön in Ruhe den Ochse erwischen, annehmen, nachgeben. Sehr gut. Jetzt wieder hier annehmen, nachgeben, sehen, dass du das wieder ein bisschen vorbereitest für die enge Distanz. Okay. Sehr schön. Das war gut für heute. Sehr schön. Du vielleicht sogar mal in der dressurmäßigen Arbeit zu Hause probieren kannst, ein hannoversches Reithalfter drauf machen. Weißt du, dieser Nasenriemen, der nur unten über die Nase geht. Weißt du, weil das ist eine Idee stärker, dann ist nicht im Maul irgendwas stärker, aber dann hast du so ein bisschen mehr Druck auf der Nase und hast es noch etwas leichter durchzukommen. Okay? Weil jetzt gerade, dann kann ich auch sehen, wenn es ein bisschen höher wird oder sie mal irgendwo guckt und du Druck machst, dass sie nach wie vor so schön leicht an den Hilfen bleibt, wie wir das auch beim Warmspringen haben. Ne? Nachher wird es doch immer ein bisschen energischer und dann ist es für dich natürlich schwieriger, in den passenden Absprung zu kommen. Ne? Je höher die Sprünge sind, desto wichtiger ist das. Wenn es ein bisschen über normale Höhe geht, ein bisschen groß, ein bisschen dicht, ist kein Problem. Und ich sehe, dass du die richtige Distanz siehst. Du musst nur auch in der Lage sein, sie zu reiten. Ne? Sie darf nicht auf einmal Chef im Ring werden, wie ich das schon an den kleinen Sprüngen gesagt habe. Du musst immer in der Lage sein, das Tempo entsprechend zu dosieren. Okay? Sehr gut. Gut für heute. Meine Einschätzung erstmal heute, der Eindruck war sehr, sehr positiv. Carlotta ist, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Die ist sehr gut bisher ausgebildet worden, hat das Pferd sehr gut ausgebildet, gut an den Hilfen. Könnte nachher bei dem Reiten über den Sprüngen vielleicht noch etwas mehr Kontrolle bekommen, wo wir auch heute dran ein bisschen gearbeitet haben, dass das Pferd leicht an den Hilfen bleibt, nicht zu stark wird und dann hier und da vielleicht mal auch in die nicht ganz passende Distanz läuft. Und das sind auch, das ist ihre Hausaufgabe, dass sie daran ein bisschen arbeitet, dass die Kontrolle nicht nur gut ist, sondern sehr gut. Dass sie in allen Lagen, gerade nachher beim Reiten über Sprünge, wenn sie ein bisschen mehr Druck machen muss, ein bisschen mehr Tempo hat, dass sie nach wie vor in der Lage ist, ihr Pferd dahin zu reiten und dahin zu führen, wo sie das möchte und dann auch in den entsprechenden Absprung kommt.